Und damit willkommen zurück zu Dragon Age, zu einer neuen Aufnahme. Wir sind ja in Benarim gelandet und haben ja hier noch ein paar Aufgaben zu erfüllen, die wir irgendwie nicht finden. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo dieser Hafenviertel ist. Wir wollen jetzt zur Perle. So, aber wo ist der Hafen? Warte der Stadt. Da kommen wir ja nicht durch. Ach, oder kommen wir da durch? Warte der Stadt. Probieren wir mal. Mal sehen. Hier lang war. Müsste hier lang sein, ja. Die Kinder spielen hier. Ist das nicht schön? Schauen wir mal. Ah. Das ist also die Stadt. Wir sind hier oben. Wir sind im Marktviertel. Okay. Dann gehen wir mal zur Perle. Mal sehen, was uns auf dem Weg passiert. Ja, war mir klar. Hä? Ist jetzt hier irgendwas Besonderes? Hä? All dieser Lärm und diese Aufregung. Scheiße. Genau so wird auch. Ein paar Schurken. Ich bin erfreut. Kein guter Tag, was? Ja, ach deswegen, ich habe mich schon gewundert, was wir hier machen. War ja keiner da, aber wenn man so sieht, waren ja welche da. So. Dann da hinten nur noch welche? Okay. Gut. Haben wir noch eine Kiste? Haben wir sowas? Ja, haben wir sowas. Und hier haben wir noch eine Kiste, eine Truhe. In Ordnung. Erlaubt ihr? Die können wir nicht aufmachen. Nein, du kannst sie auch nicht aufmachen. Kannst sie auch nicht aufmachen. So. Weiter geht's. Zum Hafen. Wir sind in der Perle. Am Unterkurier. Warum nennen Sie das ein Stundenhotel? Das dauert doch keine Stunde. Der Spitzbube Kailan schickt euch, oder? Schön, dass er uns nicht vergessen hat. Die Söldner sind da drüben. Und wenn ihr wegen etwas anderem hier seid, dann sprecht. Dreh um und geh wieder, Fremder. Das hier betrifft nur die weißen Falken. Hör sich einer diese Wache an. Du gibst uns Anweisungen? Ach komm, probiert mein Überreden. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Männer, wir gehen. Wir wollen doch Logan nicht verärgern, oder? Sagt Kailan, ich schulde ihm was. Machen die da? Ein Augenblick mal kurz. Ein Augenblick mal. So, da ist ja glatt mein Fernseher an ihm.
Idioten. Wir können ja mal mit ihm mal sprechen, mal gucken. Ah, ein grauer Wächter. Ich dachte, sämtliche Wächter Fereldens seien getötet oder verbannt worden. Ach, seht nicht so überrascht rein. Auf meinen Reisen bin ich vielen von euch begegnet und es ist immer etwas Seltsames an euch. Kräftige Hände. Wollt ihr nicht euren Orden verlassen und bei mir anheuern? Derart kräftige Hände könnte ich gut an meinem Ruder gebrauchen. Ich vermute, ihr habt das kleine Drama mit angesehen. Kein jämmerlicher Schläger war mir jemals gewachsen. Sie sind zu unbeholfen und berechenbar. Ich kämpfe mit Schnelligkeit und Raffinesse, statt mit roher Gewalt und Kraft. Ich nenne mich einen Duellanten, weil ich meine Fähigkeiten im Laufe der Jahre in Duellen gegen Krieger weiterentwickelt habe. Machen wir mal bitte. Eine ungewöhnliche Bitte von einem gefürchteten Streiter gegen die dunkle Brut. Ich fühle mich geschmeichelt, dass ihr von mir lernen wollt, Herzchen. Ihr werdet Jahre brauchen, diesen Stil wahrhaft zu meistern, aber ich kann euch die Grundlagen lehren. Allerdings möchte ich meinen potenziellen Schüler besser kennenlernen. Also lasst uns etwas zu trinken bestellen und erweist mir die Ehre eines Spiels. Okay. Dann machen wir das mal. Habt ihr jemals Sündenfall gespielt? Die Regeln sind einfach, aber es ist schwierig, darin wirklich gut zu werden. Ihr müsst das Spiel eures Gegners ebenso im Auge behalten wie euer eigenes. Bevor wir anfangen, müssen die Karten gemischt werden. Soll ich das übernehmen oder möchtet ihr? Ich werde mischen. Gut, dann fangt an. Karten mischen. Seid ihr endlich soweit? Jeder beginnt mit 5 Karten. Möge der raffiniertere Spieler gewinnen. Bin ich wieder dran? Bitte, behaltet eure Hände bei euch. Ha! Der Engel des Todes! Das Spiel ist beendet. Wir müssen beide unsere Blätter aufdecken. Sowas? Ich glaube nicht, dass ich schon jemals so ein seltsames Blatt gesehen habe. Eure Karten passen überhaupt nicht zusammen. Schlangen der Täuschung und Gier. Lieder der Kühnheit und Gnade. Kein herausragendes Blatt, aber es reicht mir zum Sieg. Nach all den Jahren bin ich immer noch ungeschlagen. Kann mir denn niemand das Wasser reichen? Ah, das ist die richtige Einstellung. Gut, spielen wir noch eine Partie. Bevor wir anfangen, müssen die Karten gemischt werden. Soll ich das übernehmen? Na, dann mischt du mal. Wie ihr meint. So, das sollte genügen. Jeder beginnt mit 5 Karten. Möge der raffiniertere Spieler gewinnen. Bin ich wieder dran? Oh, diese Runde werde ich wohl gewinnen. Mama, warte nochmal. Ha! Der Engel des Todes! Das Spiel ist beendet. Wir müssen beide unsere Blätter aufdecken. Oh, das ist also euer Blatt? Wollen wir die Regeln nochmal durchgehen? Ich habe 3 Engel. Tapferkeit, Wahrheit und Barmherzigkeit und dazu den Ritter der Morgenröte. Ich habe gewonnen. Nach all den Jahren bin ich immer noch ungeschlagen. Kann mir denn niemand das Wasser reichen? Ah, das ist die richtige Einstellung. Gut, spielen wir noch eine Partie. Bevor wir anfangen, müssen die Karten gemischt werden. Soll ich das Gut, dann fangt an. Seid ihr endlich soweit?
Meine Güte, bleib doch mal ruhig. Jeder beginnt mit 5 Karten. Ah, die kennen wir ja schon. Möge der raffiniertere Spieler gewinnen. Ja. Bin ich wieder dran? Ihr habt wirklich gute Reflexe. Ich bin beeindruckt. Und was mein Betrügen betrifft, nun, das Spiel ist unwichtig. Ich wollte nur sehen, ob ihr mich überlisten könnt. Mhm. Ihr habt bewiesen, dass ihr sowohl schnell als auch einfallsreich seid. Es wäre mir eine Ehre, meine Fähigkeiten an euch weiterzugeben. Kommt, wir brauchen dafür ein wenig Platz. Alles klar. Ein bisschen Training. Kann ja nie schaden. Das war schon? Das war schon das ganze Training? Okay. Dann nehmen wir. Tschüss. So, dann gehen wir wieder zum Marktplatz. Die nächsten. Ich hatte gehofft, euch zu treffen. Ich habe gehört, was in der Perle geschehen ist. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt, aber sie sind alle ohne Aufhebens abgezogen. Die Arbeiter in der Perle werden... Niemand außer mir gibt meinen Männern Befehle. Eine kleine Lektion in Respekt wäre angebracht. Ich verstehe. Haltet euch nicht damit auf, dieses Gesindel zu verschonen. Hier wird es gleich unschön. Können wir uns nicht einfach friedlich machen? Wirklich Leute, die euch freiwillig angreifen? Wie dumm kann man sein? Hier ist die versprochene Bezahlung. Wenn ihr interessiert seid, hätte ich vielleicht noch mehr Arbeit für euch. Aber ich kehre jetzt ins Händlerviertel zurück. Die Seitengassen sind einfach zu gefährlich für mich. Leute, ihr könnt einpacken. Gut. Dann würde ich sagen, sammeln wir mal erstmal ein hier. Was hat er denn? Können wir mitnehmen? Nee, das nehmen wir nicht mit. Das nehmen wir mit. Nö. Hat der noch was? So, was haben wir denn eigentlich noch? Da hatten wir mal Ort der Macht. Warte mal, Entlassungsbriefe. Die Asche, die haben wir ja auch noch.
machen wir mal das hier. Aber das versteht man nicht. Ort der Macht. Finde und aktiviere vier mystische Orte der Macht. Sie liegen, aha, in tiefen Wegen und im Herzen drinnen nahe des Fundaments des Turms des Zirkels. Genau so wird es geschehen. Gut, gehen wir erstmal hier hin. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will doch einfach nur dahin. Bin ich schon wieder hier? All dieser Lärm und diese Aufregung. In Ordnung. Ach du Scheiße, das sind ja ein paar mehr hier. Jetzt okay, ihr kümmert euch darum. Naja. So. Peter. Und ich hab den Kopf abgeschnitten. Oh, ich bin ja hässlich. Genau so wird es geschehen. Ah, hier haben wir noch eine Truhe. Haben wir die von übersehen? Das ist hier so bekannt vor. So. Komme ich jetzt hier irgendwann auch mal weg? Metallsplitter, haben wir die? Ne, haben wir. Doch, haben wir. Okay, können wir alles nehmen. So, wen haben wir noch hier? Mit Nummer. Ah, hier ist ja noch eine Truhe. Erlaubt ihr? Nein. Ich könnte das machen. Kannst du das auch nicht machen. So. Jetzt sind wir wieder da, wo wir angekommen sind. Alle Menschen sind das Werk des Erbauers. Von niedersten Sklaven. Hier kommen wir ja nicht durch, ja? Hier ist ja eine Tür. Aber nicht durch. Ich bin erfreut. Tiefenpilz. Zwergenhandwerk. Feinstes Zwergenhandwerk. Direkt aus Orsama. Etwas Besseres findet ihr nicht. So, was habt ihr hier? Und mal hier blitzet doch und blinket doch irgendwas. Schlüssel erforderlich. Okay. Was ist? Ich habe zu tun. Was besagt sie? Ich wusste, dass das geschehen würde. Ausgerechnet jetzt, wo langsam alles gut wird. Nun, ich nehme an, ich sollte euch danken, hm? Gut. Sag mal, es sollen ja zwei sein, wa? Zwei von ihnen sind in Vermin. Der dritte beschafft sich etwas. Seltenes Objekt. Ah, okay, alles klar. Warte mal, mach mal so. Das heißt, ich muss die jetzt erstmal suchen. Na, klasse. Warte mal, der hat den Aufgabe. Kann ja mal mit ihm sprechen. Schön, dass ihr zurück seid. Aus der Taverne zum müden Adligen kommen Beschwerden, dass einige Söldner dort eingedrungen sind. Es gab keine Gewalt, aber vermutlich stören die Söldner die Adligen bei ihrer feinen Konversation. Jagt das Pack einfach dort hinaus. Die Wirtin stört sich nicht an ein wenig Blutvergießen oder
Sport, wie sie es genannt hat. Der Hauptmann meinte, Denerim würde ein paar tote Söldner nicht vermissen. Tut, was ihr tun müsst und viel Glück dabei. Alles klar. Ich guck mal uns die ganze Linie nochmal an. Ah, so, was haben wir denn hier? Guten Tag. Willkommen, Freunde. Willkommen in Wades Laden. Wir haben die besten Rüstungen in Denerim, vielleicht sogar in ganz Ferelden. Womit können wir euch dienen? Sag mal, was du anzubieten hast. Natürlich. So, wie sieht's denn aus? So, okay. Könnte nochmal ein bisschen was verkaufen, aber brauche ich irgendwie alles. Viel zu teuer. Mein hier. Okay. Wie sieht's an Waffen? Waffen als Akena. Höchstens das. Aber da ist ja auch nicht großartig was bei. Was so erschreibenswert wäre. So, die krieg ich nicht auf. Doch, die krieg ich auf. Ein Liebesbrief. Und ein Silberring. Was ist denn damit? Wenn wir den Liebesbrief noch brauchen, wissen wir ja, wo wir ihn finden. So. Mal weiter gucken. Wir sind ja hier. Da müssen wir. Und hier haben wir noch was. Okay. Also da drüben. So. Einen Schüler suchen wir noch. Einen Schüler suchen wir noch. Mal sehen, ob da jemand drin ist. Aber nicht. Achso, ja. Der liegt hier auf dem Boden. Der ist ja nicht mehr da. Haben wir hier noch was? Das ist ein Geschenk. Gut, dann können wir hier wieder raussehen. Ja, danke. Dann können wir hier wieder rausgehen. So, gehen wir nochmal hier hin. Mal gucken, was uns da erwartet. Ah, da. Ja, was ist? Macht es kurz. Merkwürdig. Lasst mich mal sehen. Ich wusste es. Ich habe dem Mann die besten 7 Wochen meines Lebens geopfert. Nun, ich schätze, jetzt muss er mich nicht mehr herumschubsen. Ha! Gut, Quest ist abgeschlossen. Wir sind Dicker. Willkommen bei den Wundern von Thedas. Wir führen Gegenstände aus der Fertigung des Zirkels sowie zahlreiche Antiquitäten. Möchtet ihr euch etwas davon ansehen? Oh, Mama. So, was haben wir denn hier? Ah, guck mal an hier. Da können wir doch mal was hinzaubern. So. Was ist denn das alles? Stoffhelm. Hier haben wir Handschuhe. Hier haben wir ein Kleid. Das ist zu teuer. Warte mal, ich wechsle mal eins kurz. Wie ihr meint. Willkommen bei den Wundern von Thedas. Ja, die kennen wir doch schon. Wir führen Gegenstände aus der Fertigung des Zirkels sowie zahlreiche Antiquitäten. Möchtet ihr euch etwas davon ansehen? Mal sehen, ob wir das jetzt mit ihr machen können. Ja, können wir, super. Aber einen Helm hat sie nicht. So. Kleid, Kleid. Eine Kapuze.
Gut, das nehmen wir doch mal. Waffen hat er auch Waffen? Er hat auch Waffen. Aus Stahl. Das wäre schon nice hier, aber das ist zu teuer. So, was haben wir hier noch? Eine Halskette. Windskraft. Können wir da irgendwas verkaufen? Warte mal. Wäre schon gerne das hier. Versuch mal irgendwas zu verkaufen. Gut, okay. Und dafür nehmen wir dann das da. So. Gut. Sehr schön. Aussetzung Magier. Da habe ich den. Ich lasse das mal jetzt noch drinnen und dann ist halt in Ordnung. Gut, können wir hier wieder rausgehen. Da fehlt jetzt nur noch uns ein Schüler. Der soll ja woanders sein. So, hier waren wir schon, war das ist das Lager. War ein Lagerhaus schon drinnen? Mal da mal rein. Oh, hier ist eine Kiste. Aha. Fangen wir. So, warte mal. Ah, hier ist auch eine Kiste. Langbogen. Oh, egal. Ist auch noch eine Kiste. Deutsch. Ist bewundernswert. Gut, dann können wir auch hier wieder aussehen. Irgendwie geht es mal ins. Ist das jetzt das Wirtshaus? Ja, Wirtshaus. Der Adligen. Ist denn genau hier, wa? Würde ich sagen. Genau. Die Taverne. Nicht das Wirtshaus, die Taverne. So, mal schauen. Wie waren wir da erst letztens? Na gut, quatschen wir mal an. Was glotzt du so? Wir sind die roten Ruderer. Es gab Beschwerden über euch. Beschwerden? Wir haben jede Menge Geld und brechen keines eurer Gesetze. Ich spucke auf deine Beschwerden. Seht ihr? Darum haben wir die Wache gerufen. Die machen nur Ärger. Hier schmeckt uns das Bier aber am besten. Und der Wein. Und es ist weniger Kotze auf dem Boden. Solange wir zahlen, bedienen sie uns schon. Adlige! Vielleicht hast du recht. Gut, wir gehen. Wir wollen keine Schwierigkeiten mit Adligen. Mal auf Wiedersehen. Die Quest haben wir erfüllt.
Tschüss. Gut, das ist auch erledigt. Mal zurückgehen.